Ja, hallo Kickers-Fans. Ich freue mich natürlich, hier zu sein. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen, dass es hier mein Sprungbrett in die Bundesliga war. Und jetzt versuche ich ein bisschen was zurückzugeben von dem, was ich bekommen habe, als ich ganz, ganz jung war. Mit 18 in der Bundesliga gespielt. Und jetzt heißt es, dieses Vertrauen zurückzugeben. Und wir brauchen alle eure Unterstützung. Ich weiß, ihr seid eigentlich immer der 12. Mann. Und das ist auch wichtig. Das braucht die Mannschaft. Das brauchen wir als Team. Und da zähle ich auf euch. Also, auf gutes Gelingen. Der neue Cheftrainer bei den Kickers heißt Oliver Reck. Bei der Pressekonferenz zum Amtsantritt sprach er über seine Ziele, das Potenzial des OFCs, aber auch über seine persönliche Beziehung zum Lübecker Berg. Morgen zusammen. Ja, ich bin hier wieder da zu Hause. Ich habe gestern mit Hermann Nuber telefoniert. Hermann hat zu mir gesagt, der Junge ist wieder zu Hause. Ich war lange weg. Ja, es war mein Sprungbrett, Kickers Offenbach. Der mir viel mit auf den Weg gegeben hat, aber das ist vorbei. Meine Karriere als Fußballer ist abgeschlossen. Ich habe eine neue Karriere gestartet als Trainer, in der ich jetzt hier in Offenbach angekommen bin. Ich freue mich auf diese Aufgabe und ich glaube, in der Verbundenheit mit diesem Team, das kam ja gerade dieser Teamgedanke raus, können und wollen wir einiges bewegen. Einen ehrlichen Fußball, den verlange ich von meiner Mannschaft. Das heißt, man muss sich nach dem Spiel sagen können, wir haben heute alles getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt mit großen Sprüchen zu protzen, sagen wir steigen auf. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Aber wir wollen sehen, was in dieser Saison noch möglich ist. Wir haben eine gute Mannschaft, eine Mannschaft mit Entwicklungspotenzial. Und da versuchen wir jetzt das eine oder andere rauszukitzeln. Wir sind auf dem Markt tätig, wir beobachten den Markt. Es sind auch schon Gespräche geführt worden. Und es kann sein, dass in den nächsten Tagen was passiert. Ja. Über mangelnde Rückendeckung von OFC-Präsident Helmut Spahn kann sich der neue Cheftrainer nicht beklagen. Oliver Reck, das ist mein Eindruck, ist ein absoluter Teamplayer, passt perfekt in dieses Team und ich glaube, er wird die Mannschaft dementsprechend auch nach vorne bringen können. Und das war unsere einzige Motivation, diese Entscheidung dann so zu treffen, wie wir sie getroffen haben. Also wir haben 9 Punkte Rückstand, das ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich auch nicht so, dass wir sagen können, okay, wir werden sicher aufsteigen. Und demzufolge muss man zweigleisig planen. Das war echt gerne gesehen. Und jetzt irgendwo in Aktion treten und sagen, naja, es kommt vielleicht jetzt auch bei den Medien, bei den Fans gut an, wenn wir jetzt mal einen Spieler verpflichtet, das werden wir nicht tun. Wir werden es nur tun, wenn es wirklich passt. Es ist so, dass wir natürlich schon erpicht sind und das ist auch mein Drängen eigentlich, mit vielen jungen, talentierten Spielern gerade hier aus dem Umfeld zu arbeiten. Das ist so mein Plan. Das habe ich auch in den letzten 2 Stationen, wo ich war, immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, Jungs aus dem eigenen Bereich oder aus der Umgebung zu fordern, zu fördern. Das ist auch mit der Weg. Natürlich muss man wissen, um dahin zu kommen, wo man hin will, braucht man auch Qualität. Das muss man verbinden. Aber schlussendlich ist der OFC ein Ausbildungsverein. Jetzt ist es so, dass ich dieses Vertrauen, das auch ein Trainer spüren muss, von allen Seiten spüre, vom kompletten Präsidium. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Ausgangssituation und eine ganz andere Ausgangssituation. Und mit diesem Faustpfand hinten dran, das lässt sich ganz anders arbeiten und das versuche ich auch der Mannschaft zu vermitteln.